kleiner Arbeiter. So, Raina Briggs, Arbeiterin, die wird langsam müde. So, die Hälfte der Nacht haben wir. Kartoffelfeld wurde gebaut. Hip hip, hurra! Und der wird auch gleich gerade repariert. Sehr schön. Ansonsten müssen wir jetzt auch mal schauen, wir brauchen mehr Eisen. Und definitiv mehr Eisen und mehr Bioplastik. Sieht's aus. Ja, es wird langsamer, es steigt wieder, sehr schön. Also ich hoffe, wir werden da mal ein paar Nächte durchkommen. Und da kriegen wir wieder Gesellschaft. Ein Ingenieur, der redet nicht mit uns. Bergström, eine Ingenieurin. Okay, wir brauchen aber definitiv ein paar mehr Arbeiter. Aktuell haben wir 3 Biologen und 2 Ingenieure. Gut, dann brauchen wir jetzt definitiv erstmal ein paar mehr Arbeiter und ein paar mehr Biologen. Machen wir es einfach mal. Ja, machen wir es mal so. Sanitäter haben wir 1. Ich hoffe, der stirbt uns hier nicht weg. Ja. Da sehen wir es. Unser Arbeiter hat leider gebrochenen. Okay. Dann werden wir jetzt doch erstmal eine Krankenstation bauen müssen. Kriegen wir die hier rein? Scheint nicht so. Da haben wir keine nötige Verbindung. Gehen wir den Weg hier weiter? Ja, wir gehen wohl vom Lager aus. Die Krankenstation, das klingt natürlich auch ein bisschen sehr komisch. Von hier aus in die Krankenstation wäre natürlich auch schön. Gleich wenn jemand reinkommt, sich verletzt hat, ab in die Krankenstation. Ich glaube, das machen wir. Haben wir das jetzt groß gemacht? Oder war das jetzt die kleine Krankenstation? Nee, war die große, gut. Dann müssen wir halt erstmal eine Krankenstation bauen. Ich hätte jetzt gerne weiter an der Energie gearbeitet. Aber wenn wir die ersten Verletzten haben, dann ab an die Krankenstation. Und somit wächst unsere Kolonie Stück für Stück. Könnte ich mir auch aufs Dach bauen, also ganz ehrlich. Sieht doch hübsch aus. Oh, wir kriegen schon wieder Besuch. Oh, 2 Arbeiter. Sehr schön. Der eine geht gleich jetzt zack. Ach, der auch gleich mit. Ah, oh, wir sind fleißig, fleißig, fleißig. Okay, die Krankenstation steht, ist noch nicht angeschlossen. Okay. Damit gleich erstmal ein Krankenbett bauen hier. Ich hoffe, wir haben noch genug Bioplastik. Apropos Bioplastik. So, wo sind wir? Wo sind wir? Wie viel haben wir noch? Okay. Wir brauchen natürlich noch ein Bioplastik. So, damit uns immer noch hier ein bisschen Bioplastik herstellt. Einmal rein in die Krankenstation. Den bauen wir jetzt noch einen Medizinschrank hier hin. Und dann dürfte der Kollege schon unterwegs sein, genau. Verwendet wird. Ja, gucken wir mal, wo kommt, ist denn unser Arzt hier? Ärztin! Ach, da ist er schon. Unser Essensvorrat ist niedrig. Warum denn das? Okay, den Herrn geht es erstmal wieder gut. Und wir haben gerade gehört, unser Essen ist niedrig. Gemüse, Kartoffeln. Und da haben wir Bioplastik. Trägt Bioplastik zum Prozessor. Sehr schön. Wir brauchen also. Halt. Wir brauchen ein bisschen was Nahrung.
Schnelle Produktion, hoher Verwaltungsbedarf. Ja, was muss, das muss. Wir brauchen eine schnelle Produktion hier. Da wollte ich drauf. Okay. Der hat schon mal ein Essen rausgeholt. Sind jetzt erstmal schön am Essen. So, da wird jetzt gerade wieder Essen gemacht. Sehr schön. Und wir kriegen schon wieder Besuch. Ich glaube, das müssen wir dann erstmal stoppen. Was haben wir jetzt hier noch? Das Bauarbeiter. Yep, wir haben jetzt noch einen Bauarbeiter. Und wir schauen mal. Jetzt haben wir 6 Bauarbeiter. Wir brauchen jetzt noch ein paar Biologen hier. Nächste Fuhre bitte im Biologen. Denn wir müssen unsere Nahrung bitte hochhalten. Und ja, ansonsten. Kann man da oben reingucken? Was ist das denn hier? Oh, das ist ja schön. Hey, das fetzt ja. Ja, da kommt gerade einer an. Zack. Da will ich mir doch mal unser Grünzeug hier anschauen. Oh, schön viel frisches Gemüse. Hat was. Fetzt. Das wusste ich zwar wie vorher noch nicht. Hat jemand am Essen? Was gibt's denn? Sieht aus wie Wurstscheiben. Dabei haben wir noch gar kein Fleisch gemacht. Aber okay. Planet News. Ja, der ist ja witzig. Jetzt noch ein paar Runden. Na gut, guck mal weiter. Wir haben gerade eine Nachricht erhalten. Ja, Essenvorräte sind immer noch niedrig. Das müssen wir noch hinkriegen. Hoher Verwaltungsbedarf eben. Dementsprechend brauchen wir noch ein paar Leute, die uns da was machen. So, Ingenieur geht gerade raus. Holt anscheinend gleich das Rohmetall da raus. Hier wird schon mal alles da reingelagert. Auf der anderen Seite wenig. Noch nicht. Na gut, jetzt brauchen wir, werden wir noch was brauchen, um das herzustellen. Bioblaste wird. Wie sieht das Lager jetzt aus? Wir haben jetzt 2 Bioblaste, 4 Eisen. Okay. Hier haben wir noch ein bisschen Rohmetall, wie ich sehe. Ach, der kleine Transportfreund hier wurde erstmal repariert. Auf dem Weg zur Verbindung. Untätig. Okay, oh, hier hat schon wieder jemand erwischt. Hoffentlich nicht die Ärztin. Ne, ist eine Arbeiterin. Du bist ein Biologe, wo ist er denn? Sanitäterin. Miss Fischer. Wo bist du denn? Die wollte ich schon wieder abhauen. Ne, bleib mal bei uns noch einem kleinen Patienten hier. Im Bett ist gerade niemand. Der spielt schon wieder mit seinen. Wedelt schon wieder mit seinen Ärmchen darum. Und er ist schon doch fleißig am Rumtransportieren. Gut. Ja, jetzt ist. Jetzt müssen wir erstmal abwarten. Ist er ausgeschaltet? Nee, ne? Nee, gut. Genau. Wir brauchen definitiv erstmal ein paar Biologen, die uns hier ein bisschen mithelfen. Ansonsten, ja, warten. Und warten, dass hier ein bisschen Routine reinkommt, dass wir hier alles ein bisschen. Ja, ich weiß, dass unsere Essenvorräte niedrig sind. Wir sind ja hier schon am Machen. Ich spule mal etwas vor. Schauen wir mal, dass das sich vielleicht noch was wird. Da kriegt man Besuch. Oh, gleich 3 Biologen. Okay, ich denke, jetzt werden wir das hier erstmal ausschalten. Denn wir sind jetzt 15 Leute hier und 15 Leute essen. Und wie die Leute essen. So, was haben wir jetzt? Wir haben gerade mal 2 Bioplastik. Das ist zu wenig. Ich würde das hier gerne etwas größer bauen.
Denn ich glaube, wir kriegen hier nicht noch mehr rein, oder? Ein paar Heilpflanzen. Nee, kriegen wir hier nicht rein. Also das war's. Wir brauchen das größere Modul. Ansonsten wird das ja nichts. Das ist aber auch nicht viel anders als das kleine Modul. Ich hätte auch das kleine Modul nehmen können. Das große Modul werden wir hier nicht reinkriegen. Energiespeicher ist niedrig. Oh. Wenn wir Pech haben, werden wir jetzt gleich eine dunkle Nacht haben. Zwei Leute haben wir draußen. Aber es wird zum Glück schon wieder Tag hier. Gut, wir müssen also uns demnächst jetzt. Was machen wir? Machen wir jetzt erstmal Energie? Machen wir jetzt erstmal Nahrung? Wir brauchen alles. Wir brauchen einfach alles. Bioblaste und. Wow, wo war denn der Einschlag? Okay. Okay, wir müssen jetzt erstmal uns um die Nahrung kümmern. Und jetzt schaue ich mal, wo bauen wir das am besten auf hier? Sicherheitskontrollen. Sandsturm steht bevor. Okay, jetzt haben wir den bescheidenen Fall, was ich schon mal gesagt habe. Jetzt haben wir Sandsturm. Und es gibt drei Dinge, ganz normal kein Alarm. Die machen alles, wie sie wollen. Alarmstufe Gelb ist, gerade was Sonneneruptionen oder in unserem Fall Sandstürme angeht, dass die Leute alle drinnen bleiben. Und Alarmstufe Rot ist eigentlich, dass alle zu den Waffen greifen, um irgendwelche Eindringlinge zum Beispiel fernzuhalten. Das Problem ist, dazu brauchen wir ein Kontrollzentrum. Ich hatte eigentlich gedacht, dass es so eine Art Turm ist oder so. Das wäre cool gewesen, aber nein, wir haben so etwas hier. Noch eine kleine Kuppel und ja, dazu müssen wir jetzt einmal das hier bauen. Aber ganz ehrlich, ich wollte erstmal um die Nahrung kümmern. Ich glaube, wir nehmen es jetzt erstmal in Kauf. Was haben wir jetzt hier noch? Wir haben noch vierer im Medizinschrank. Okay, hier haben wir noch zwei. Also sechsmal dürfen unsere Kollegen noch ein bisschen Schaden nehmen. Und durch so einen Sandsturm könnten die zum Beispiel Schaden nehmen. Ich erhöhe mal ganz kurz hier bitte mal höhere Priorität reinhauen. Und okay, unser Roboter nimmt zum Glück nur Schaden. Der braucht danach zum Glück nicht zum Arzt. Wo willst denn du damit hin? Muss das repariert werden? Nein. Soll irgendwas repariert werden? Oh. Oha, unsere Windturbine hat ordentlich gelitten. Na klar, Sandsturm jetzt. Produziert zwar ordentlich Strom, aber die wird auch ganz schön leiden. Und du? Ja, Sandsturm zieht auch an dir. Also, ich weiß noch nicht, was passiert, wenn das hier weg ist. Wenn der absolut Schrott ist. Okay, hier will jemand gleich schlafen gehen. Betten sind aber belegt. Ja, wie ihr seht, viele, viele Dinge, auf die man ein bisschen achten muss. Und jetzt schaue ich mal hier. Na gut, hier hinten hat man eigentlich noch genug Platz, um Energie zu bauen. Aber natürlich müssen wir dann auch mal ganz schön weit laufen. Ich denke, wir werden jetzt trotzdem hier jetzt nochmal so ein Gemüseteil hin basteln. Ich hätte das vielleicht auch zentraler stellen sollen. Oha. Größere Solarmodule. Das Ding ist doch schon gigantisch. Super Extraktor. Farmdom, das wäre natürlich cool. Noch ein größeres Biodom. Massenspeicher, größeres Lager. Das wäre natürlich cool. Wenn wir das schon hätten. Hier das größere Lager, dann das abreißen, alles da umlagern und hier das große Biodom hinbauen. Ich vermute, da werden wir aber so schnell nicht hinkommen. Von daher, das wird wohl etwas dauern. Ich wäre ja schon wieder größenwahnsinnig. Wir brauchen ein Biodom. Und zwar das große. Und wir haben dazu nicht genug Bioplastik. Ich bräuchte noch vier Bioplastik.
darf es echt nicht an die Krankenstation bauen. Krankenstation auch wieder so ein. Ja. Einzelne Innenverbindung. Okay. Dann, also, schade. Ich hätte das jetzt gerne hier an den Rand gebaut, ja. Das ist Vorräte niedrig. Ja, ja, ich weiß. Bin schon am Arbeiten. Weil wir können ja nicht hier mittendrin, wenn wir jetzt was umbauen wollen, können wir hier nicht mittendrin irgendwas wegreißen. Deswegen hätte ich es gerne dort gehabt. Okay, gucken wir mal ganz kurz, was brauchen wir sonst noch? Wir brauchen noch ein Labor. Arzneimittel und Fleisch. Herstellung von verarbeiteten Waren aus Grundressourcen. Okay, Freizeit-Fitness, um die Laune hochzuhalten. Noch eine, ja, eine Bar, um eine Laune hochzuhalten. Das Kontrollzentrum. 2 bis 4. Könnte man denen zumindest sagen, dass sie im Sandsturm schon mal drinnen bleiben sollen. Aber wir brauchen jetzt ernsthaft dieses Biodrom. Biodom, so rum. Biodrom, was liegt mit Biodrom? Aber dazu fehlt uns Synthetik. Wir haben nur 3. Was war denn das hier? Einfach das Feld, damit die Basis erweitert werden kann. Den wollte ich eigentlich auch bauen. Ja, will besser den Strom haben. Okay, darf ich hier an. Hier kann ich ihn hinbauen, aber hier kann ich ihn anscheinend nicht hinbauen. Das ist weit entfernt. So, 3, 4, 5, 6, 7. Dafür dann noch 2. Also an Eisenmangel sind es wirklich erstmal nicht. Das brauchen wir. Dazu brauchen wir mehr Bioplastik. Ja, Essensvorräte werden niedrig. Ich spule mal noch ein bisschen vor. Ich hoffe, das Essen reicht trotzdem noch, dass die es irgendwie ein bisschen überleben. Wir haben alle Hunger. Es darf ja keiner verhungern. Und dann müssen wir gucken, dass wir das Bioplastikbild schneller rankriegen. Oder ich baue halt doch einfach noch so einen kleinen. Aber wenn wir halt immer dabei sind, warum dann nicht den großen? Ich bin mir eben nicht sicher, was wir in so einen kleinen hier reinkriegen. Oh, das ist. Ach, das ist der kleine. Ich dachte, ich hätte hier schon einen mittleren gebaut. Okay, na gut. Ja, toll, aber selbst dann reicht das nicht. Dann brauchen wir immer noch 2 Bioplastik. Der Herr dort stellt anscheinend noch eins her. Okay. Somit fehlt uns jetzt immer noch ein einziges Bioplastiklein. Wir haben nämlich erst 4. Dann können wir die größere Version mal hinbauen. Produziert Stärke und 2x Kartoffeln. Der produziert einfach nur das. Das hätte unsere Basis sein können. Ullalalala. Ich hoffe, das passiert echt nicht so schnell, dass wir uns hier irgendwie die Basis getroffen wird. Okay, wir wollten jetzt ein mittleres Biodom hier hinbauen. Komm, wir setzen uns jetzt einfach mit hier ran. Ans Lager. Wir haben kein Essen mehr. Shit and happens. Ach, du brauchst ja auch nur. Shit. Und uns ist soeben das Essen ausgegangen. Jetzt rennen sie alle erstmal raus. Okay. Da haben wir jetzt überall noch ein bisschen Essen gekriegt. Wir brauchen also noch 2x Stärke, ehe das hier steht. Bitte erstmal das hier bauen. Obwohl, das bringt uns ja auch nicht. Wir müssen ja trotzdem erstmal hier. Okay, die Priorität muss jetzt hier erstmal. Der ist schon wieder kaputt. Reparaturkits haben wir noch ein paar. Dann werden wir hier drüben irgendwann nochmal einen Eingang brauchen. Die laufen auch ganz schön eine Meter. Alles nicht so einfach, alles nicht so einfach. Und ach Gott, ist es warm hier drin.
schauen wir mal, wie es läuft jetzt hier. Pass auf, wir brauchen also doch noch zweimal Stärke. Damit irgendwas hergestellt werden kann. Das kann gebaut werden. Und ja, zweimal Stärke brauchen wir jetzt noch. Okay. Ja, sind niedrig, aber wir haben erstmal wieder welche, kurzzeitig. Brauchen jetzt erstmal Stärke. Ist bei 50%. Oh, gleich mal schauen. Das kostet uns. Ach, das kostet ja auch noch. Das kostet ja genauso noch. Alles Bio. Plastik, Plastik, alles Plastik. Kostet uns alles Bioplastik. Also, wir haben einen Engpass wirklich beim Bioplastik. Wenn das jetzt erstmal nicht weiter vorangeht, haben wir ein Problem. Dann hoffe ich, dass so lange unsere Leute hier durchhalten. Okay, der macht sich jetzt erstmal was zu essen. Ja, da war auch wirklich schon fast beim. Na, macht er was zu essen? Der muss was essen. Der stirbt uns weg. Jetzt geht er was zu essen holen. Los! Gut, der geht jetzt erstmal was essen. Das erhöht sich wieder. Und ja, der braucht der nächste, der was zu essen braucht. Okay, weit hat es denn geholfen? Das Stück ist es hochgegangen. Gehst du dir jetzt was zu essen holen? Okay, der sieht noch gut aus. Ah, der holt dir jetzt auch gleich was zu essen. Sehr schön. Okay, hier brauchen wir noch ein Bioplastik und dann brauchen wir natürlich noch mehr Bioplastik. Das kann dauern. Das kann dauern. Ansonsten schauen wir mal, was haben wir noch so? Wir haben jetzt hier noch unseren Wassertank. Werden wir dann auch noch was brauchen. Wie gesagt, das würde ich alles gerne hier hinbauen, wenn das soweit klappt. Ja, Essenvorräte bleiben erstmal niedrig. Das Labor werden wir dann auch noch brauchen. Da könnte man dann noch ein bisschen Fleisch herstellen. Das Kontrollzentrum. Hier können wir noch ein paar Roboter bauen. Ansonsten Raumhafen, große Kolonisten, Handels- und Besucherschiffe können hier landen. Ja gut, so viel größer sieht das jetzt aber auch nicht aus. Meteoritenabfanglaser, das klingt schön. Teleskop, benötigt Kontrollzentrum, Funkantenne, benötigt Kontrolle, benötigt Wegweiser, okay, wofür auch immer man eine Pyramide braucht. Anzeigefeld, die Informationen über die Kolonie anzeigen. Okay. Keine Gefahr von Gewittern auf diesem Planeten. Okay, das ist anscheinend hier so ein Abfang. Biodom wurde gebaut. Hey! Ja, das ist anscheinend hier so eine schöne kleine Antenne. Ja, und jetzt hier ist so ein. Steht was rum oder was? Achso, der ist schlafen gegangen. Der muss erstmal repariert werden. Danach steht dann hoffentlich. Okay. Damit steht das jetzt erstmal, unser Biodom wird gerade mit Sauerstoff gefüllt. Zack. Okay, 30. Zeig mal kurz her. Wo war es denn? Meilensteine? Tabelle? Ne. Statistik. Wo war es denn jetzt? Doof. Ah, hier war's. Okay, wir sind 15 Mann derzeit. Sauerstoff für 30 Kammer. Der guckt sich schon mal ein bisschen um, wenn er jetzt wohin fahren muss. Okay, wir brauchen Bioplastik. Wir brauchen immer noch Bioplastik und stärkehaltig, schnelle Produktion. Schnell und hohe. Alles wird hohe, aber wir bauen es uns einfach mal. Das braucht langsam. Okay, Weizen und Kartoffeln, aber wir brauchen wahrscheinlich ein bisschen was schneller geht. Ja, seht ihr schon, hier kann man ein bisschen mehr bauen. Und ja. Jawohl, da haben wir schon mal dann was. Damit kann das hier schon mal gebaut werden. Sehr schön. Und wir haben das erste Reisfeld.
So, damit haben wir schon mal wieder einen Schritt mehr in Richtung Nahrung und Bioplastik getan. Und wir schauen mal weiter. Da geht es einem schon wieder ganz schön schlecht. Der braucht definitiv wieder was zu essen. Und da haben wir jemanden mit gebrochenem Bein. So, der ist jetzt einmal am Essen. Hier haben wir noch ein bisschen was im Medizinschrank, aber auch nicht mehr viele. Drei Leute dürfen sich noch verletzen. Leute, ihr seht schon, worauf das hinausläuft, was wir jetzt demnächst brauchen. Okay, wir schauen erstmal, dass wir das hier wieder rankriegen hier. Ich würde das ja auch abreißen. Aber wir brauchen ja hier irgendwelche Verbindungen. Und da darf ich keine Verbindung bauen. Kann ich denn die Verbindung hier? Könnte ich schrotten. Wir haben kein Essen mehr. Alles klar. Hier darf ich auch keine Verbindung bauen. Die Verbindung könnten wir theoretisch. Ne, darf ich nicht. Und darf ich die nicht recyceln? Ach, wahrscheinlich, weil hier gerade Border Leute stehen und die sonst nicht mehr rauskommen. Ist also auch wie so eine Art kleiner Schutz. Okay, also um sowas zu recyceln, um hier mal kurz grob was umzuplanen und umzubauen, ist also gar nicht so einfach. Das muss alles ein bisschen überdacht werden und vor allem bedacht. Aber ich weiß gar nicht, ob wir hier sowieso jemals was Größeres reinkriegen. Aber ich würde das gerne hier alles wegbauen, da reinbauen und gucken, dass wir hier was anderes reinkriegen. Okay, bauen wir erstmal hier. Wir wollten jetzt Reisfelder, hat man gesagt. Ne, bauen wir hier gerade an. Ich glaube, wir bauen nur weiter Reisfelder an. Oder machen wir hier alles mal gemischt querfeld ein. Das. War na. Ach du Kacke. Unsere Energie geht gleich weg. Und tschüss. Okay, zum Glück geht hier gerade Wind. Gleich ist die Energie wieder weg. Aber es wird wenigstens schon mal hell. Ach ja. Ach ja. Ach komm, wir bauen jetzt ja noch zwei Reisfelder. Aber damit wir noch ein bisschen schneller Bioplastik rankriegen. Und dann brauchen wir noch Retortenfleisch. Wahrscheinlich noch ein paar mehr davon. Gibt es noch eine größere Kantine oder haben wir ja schon die große Kantine? Da, Kantine. Nee, die andere sieht doch ein bisschen größer aus. Könnten wir also theoretisch auch vergrößern, aber dann haben wir das Problem, dann müssen wir das hier alles erstmal wegreißen. Ja, ihr seht also, irgendwas hier zu mal schnell zu vergrößern oder so ist ja gar nicht so einfach. Das müsste man alles hier mal gut durchdenken. Reisfeld wurde gebaut. Genau. Okay. Okay. Ich sehe, also die Eisenproduktion läuft hier. Dann müssen wir hier das hier mal ein bisschen zum Laufen kriegen und dann können wir hier wieder anfangen zu bauen. Beziehungsweise Besucher würde ich erstmal nicht weiterholen. Denn ja, wir brauchen natürlich. Eins weiß ich allerdings immer noch nicht. Schlafsaal. Grundlegende Gemeinschaftsschlafstätte. Sackgasse. Diese Struktur kann nur eine einzelne Innenverbindung haben. Schlafstätte stellt Moral und Schlaf wieder her. Sackgasse. Kann nur eine einzelne. Okay. Aber die stellt die Moral wieder her. Wir haben kein Essen mehr. Das ist anscheinend eine kleinere Schlafstätte, die aber wahrscheinlich komfortabler ist, so wie das aussieht hier. Müsste man dann später auch mal überprüfen.